Den linken Arm? Den linken Arm hätte ich und den Torso würde ich parieren. Was ich hier noch in Hand habe. Genau. Ich habe noch den Kopf und den rechten Arm. Und jetzt ziehe ich den Kopf. Oh! Hey, mit Ansage, was Alter, ist das mit denn? Ansage, heftig. Hallo Leute, heute geht's weiter mit der Kampagne und mit mir und Chris. Und heute geht's richtig auf den Friedhof. Der Totengräber ist auch wieder mit am Start. Ihr seht hier in der Mitte 4 Gräber, rechts und links 4 Gräber. Da drüben sind schon der Kult aufgestellt. Hier drüben sind meine Debonner Musketiere. Und es gilt darum, die Gräber auszuheben und einen ganz bestimmten Kopf zu finden. Den Kopf von Ozzel wollen wir finden. Unter den Gräbern, die Hälfte der Gräber sind Nieten, da ist nichts drin. Und von den 4 verbleibenden sind 3 falsche Köpfe. Es gibt nur einen echten Kopf. Das Ziel wäre, den echten Kopf zu finden und über seine Seite des Spielfeldes wegzutragen. Das wäre das Optimum. Ansonsten ist es vorbei nach 8 Runden oder wenn ein Team komplett aufgerieben ist. Wenn wir den richtigen Kopf nicht finden, sind die anderen Köpfe aber nicht nutzlos. Die kann man im nächsten Szenario und welches auch das letzte Szenario ist, auch verwenden. Um ein Grab auszuheben, müssen 6 einfache Aktionen gemacht werden. Wer in einem Grab eine komplexe Aktion macht, kriegt nochmal eine extra Aktion dazu. Und wer Schaufeln hat, da zählt das Ausgraben doppelt. Also mit einer Schaufel kann man schon durchaus schneller graben. Ich habe ja sogar 2 Schaufeln. Chris hat nur eine mitgebracht. Und in der Runde 3 kommt der Totengräber wieder, der kommt hier in der Mitte und der schnetzelt sich wieder richtig durch, weil er das nicht so gut findet, dass wir hier jetzt die Gräber schänden. Also mit dem müssen wir auch noch umgehen und in der Mitte wird es dann natürlich schwieriger. Das Szenario ist wieder ein bisschen auf einer kleineren Matte aufgebaut. Im Buch steht das ja noch auf einer 1,20 Matte, hier haben wir 90. Grabräuber sind bei mir nur die mutigsten. Treville ist dabei, Armand, de Orebus, Arplantange und Poté. Einfach mal alle Musketiere mitgenommen, alle, die die alle für allen Regeln haben. Dann habe ich noch 3 Fusilier dabei, damit ich nochmal schießen kann und ein bisschen mehr Aktivierungen am Start habe. Also als Anführerin habe ich diesmal Calamité Belfour dabei. In der epischen Variante, die hat noch zusätzlich ein zusätzliches Rüstzeug, genauso wie Ascoroso, der auch mal wieder mitspielt. Dann habe ich als Mystikerin Lilith, die hat noch Feru, Kaduk und Captain Zombie dabei. Dann wieder die OP Ascoroso Fugoso, dann der Ascoroso Fugoso, der letztes Mal die Schaufel geholt hat, der hat auch die Schaufel diesmal. 2 Kultisten, die feige Kultistin, die ihr abgehauen hast, hat jetzt die Made, damit hat sie ja ein Moral mehr. Und der OP-Sasame. Auf in Runde 1. Du hast 8 und ich habe 8, ne? Ja. Dann ist es 6 und 6. Oh, ein Schatz. Ich habe die Innie. Okay. Dann fang du mal an. Dann fang du mal an, sagt er. Ich habe eine Figur mehr als du, ne? 2, 4, 6, 8. Ne, ich habe 8. Oh, wir haben beide 8. Okay. Ich fange mal hier unten mit diesem Fusilier an und der läuft 2-mal nach vorne Richtung Grab. Ja, ja, meine heißblütige rote Dame kommt hier schon mal entgegen. Dann diese beiden Jungs hier. Hatte der eine Pistole? Nee. Ja, nein. Die beiden hier, es ist auch wieder Nacht, das heißt, wir haben nur 20 cm. Die beiden Jungs, Mädels, das sind, ach genau, das ist der Mädels-Squad. Die laufen auch Richtung Grab. 20 cm, weil die sich in Reihe und Glied bewegen. Ich aktiviere Ascoroso. Der geht komplex. Hier hin.
Arplantange geht nach vorne Richtung diesem Grab. 20 Zentimeter. Kommt er hin? Der ist tatsächlich schon dran, ja. Da kann er aber nicht so richtig gut stehen. So würde es gehen. Okay, ich merke schon, der Hügel wird ein Problem. Okay, dann aktiviere ich Lilith. Die konzentriert sich und ritzt sich einmal mit ihrem Blutdolch, den sie dabei hat. Und spricht Feru auf Ascoroso. Ist noch drin, deswegen habe ich ihn nicht so weit bewegt. Und er gibt ihm einen Boost in verschiedenen Sachen, ne? Genau. Plus zwei Bewegung, plus zwei Stärke, plus ein Widerstand und furchtlos. Aber ich bekomme immer Schaden am Ende. Ja. Ich probiere es mit dem Kopf. Den Kopf habe ich. Und die Beine? Die Beine habe ich auch. Okay. Da hast du dich umsonst geritzt. Ja, das stimmt. Du auch Buß. Geh nach vorne, an das Grab ran. Die schafft es nicht. Komisch. War das andere ein bisschen näher dran? Ja, ist wohl irgendwie nicht genau parallel aufgestellt. Ja, so ein Friedhof ist ja auch... Da werden die Gräber mal dahin geklatscht, wo gerade Platz ist, ne? Ja. Diese Kultistin wartet ab. Armand geht 10 cm in die Richtung. Und nochmal 10 cm. Dieser Kultist stellt sich hier hin. Poutet geht volle Granate geradeaus. Der kann ja nur 8 laufen, also 16 steht er hier. Der Zombie hat ein, jetzt sage ich es einfach zu mir, der Sesame, der hat leider nur eine Aktivierung. Ich habe ja den Puppenspieler nicht mehr dabei. Und ich stelle mich hier. Aber Captain Zombie hast du ja noch dabei. Ja, ne? Aber der könnte noch darauf beschworen werden. Genau, meine Mystikerin war schon dran. Okay, Treville läuft auch einfach doppelt nach vorne. Steht hier. Dann habe ich schon nichts mehr. Meine Anführerin die geht mal komplex hier hin. Und ich habe noch den Schaufeldude hier vorne. Er geht auch mal komplex, und zwar hier Runde 2. Runde 2. Wieder stechen? Ja. Du hast sie. Okay. Ich würde Armand aktivieren. Ich glaube, der kriegt sonst gleich einen Sturmangriff ab. Blitzattacke funktioniert mit Sturmangriff zusammen? Nein. Ah, okay. Dann würde ich Armand hier hinter bewegen. So ein bisschen in Deckung hierhin. Er läuft mal hierhin. 10 cm. So. Und dann läuft er 10 cm ans Grab ran. So. Sind die Gräber Hindernisse? Also kann man drüber laufen? Man kann drüber laufen, wenn das aus gegraben ist, dann kann man, also der letzte, der gräbt, der stellt sich auch da rein und hat ja sogar Deckung. Ja, genau. Ja. Also könntest du einen Sturmangriff machen auf mich und da stehen? Ja. Theoretisch, ja. So, ich aktiviere diesen Dude, der ja letztes Mal so friedlich klauen durfte. Er stellt sich hier hin und möchte eine Aktion Graben aufwenden. Er hat eine Schaufel, das bedeutet dreimal Graben habe ich gemacht. Dann bist du dran. Was ich übrigens vergessen habe zu sagen, man kann auch zu einem Grab gehen und gucken, was draufsteht. Dann muss man einen Moraltest machen und dann darf man, wenn man den schafft, kann man unter das Grab drunter gucken. Ich aktiviere diesen Fusilier hier unten, der läuft an das Grab rüber mit 8. Und dann würde ich das mit diesem Fusilier hier mal versuchen.
der macht jetzt einen Muttest. Sein Mut ist ja nicht besonders hoch, nur 5. Ohne 10. Ja, okay, der hat sowas von nicht geschafft. Und ist fertig. Da hätte ich ja gerne mal das Grab gelesen, was da so drin ist. Ich aktiviere Lilith. Die möchte Captain Zombie auf den Sasamel hier sprechen. Da hätte ich ja ganz normal 2, 3 Karten durch den Chor. Übrigens hatte ich vorhin auch 3, hätte ich auch 3 gehabt. Nicht nur 2, Mist. Ich habe jetzt 3. Ja. 3 ist einfach Standard. Mhm. Unterlag? Den habe ich nicht. Beine? Auch nicht. Und Torso? Den Torso habe ich ja. Ah, cool. Mystica plus ein Leben. Schade. Du hast ja gerade schon ein bisschen gelitten. Das war eigentlich ganz schön. dann hat der gute Captain Zombie drauf. Habe ich noch eine Aktion? Sie gibt mal hier in Deckung. Dann bist du. Ich würde mal mit Arplantange versuchen, einen Muttest zu machen. Ich will wissen, was in dem Grab drin ist. Eine 7, der hat einen Mut von 7. Also habe ich es geschafft. Jetzt darf ich da verdeckt drunter gucken, sehe, was da drin ist und lege es wieder dahin. Und ich habe noch eine weitere Aktion. Mit der Aktion grabe ich da einmal. Bedeutet, dass da auf jeden Fall keine Niete drin ist. Oder ja. Ich troll dich. Ja, ganz genau. So, mein Sasame da aktiviert. Ich komme nur komplex dahin und dann stelle ich mich. Ich stelle mich hier so an. Ich gehe mit diesem Fusilier hier hin und grab einmal. Der hat eine Schaufel, deswegen kommen da 2 Grabmarker drauf. Dieser Kultist stellt sich hier im wahrsten Kontakt mit Ascoroso. Fertig? Ja, das war's. Hätte ja sagen, ja. Das ist. Ne. Nee. Ja, dann würde ich den hier, den Fusilier mal benutzen und schieße auf dich. Aha, da hast du den Angriff also begonnen. ja, das ist kurze Reichweite. Naja, sieh's mal so, das sind nur alte Karabiner. Ich weiß nicht, ob man das als ernsthaften Angriff werten kann. Ich schieße dir in den rechten Arm. Ja. Und den linken. Den habe ich auch. Ah. Fängt ja gut an, deine Kombo. Ja. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Also, wenn du so fies bist, dann bin ich jetzt auch fies. Und zwar. Fies? Ey, sorry, das war ein alter Karabiner. Ja, alles klar. Das ist fast wie gar nicht schießen. Dann aktiviere ich Kalamete. Sie gibt einen Befehl an die Fogosa hier, die sich hier hinstellt. Und sie selber schießt auf Admon. Linker Arm? Nee. Unterleib? Den Unterleib habe ich. So, auf lange Reichweite hat sie 5, 9. Widerstand 3 und 10 sind 13. Schön verschossen. Ich würde ganz gern Poté aktivieren und der möchte dem Sansame in den Rücken schießen. Mit der dicken alten Muskete. Ich würde mich vorher noch konzentrieren, damit ich eine damit ich eine Angriffskarte mehr habe. Ich schieße den Unterleib. Habe ich nicht. Den rechten Arm. Habe ich nicht. Und die Beine. Habe ich nicht. Wow. Und auf kurze Reichweite Stärke 6 plus 3 nur. Verdammte Axt. Oh. Sansame sind echt nicht zu töten. Ja, das war jetzt nur die Karte. Also du hast ja, trotzdem. Es nervt. Immer wenn man da Schaden drauf machen will,
So, dicke alte Muskete verschossen. Diese Kultistin geht hier im Basenkontakt mit Lilith. Aber die dicke alte Muskete schießt man eh nur einmal. Da bist du dran. Weißt du, Poté ist im Nahkampf zu gut dafür, dass man zwei Aktionen aufwendet, um den nochmal aufzuladen. De Orbus geht eine Aktion nach vorne und gräbt. Willst du nicht vorher nachgucken? Nö, ich grab auch einfach mal. So, mein Killer Fugosa macht einen Sturmangriff auf Ant Morn. Oha. Jetzt 10. Mhm. Ja. Den Torso? Nee. Den linken Arm? Den linken Arm hätte ich und den Torso würde ich parieren. Achso, stimmt, du hast ja parieren. Okay. Was hast du denn noch? Also, man soll das ja offenlegen. Achso. Was ich hier noch in der Hand habe, genau. Ich habe noch den Kopf und den rechten Arm. Und jetzt ziehe ich den Kopf. Oh! Hey, mit Ansage, was Alter, ist das mit denn? Ansage, heftig. Stark. Nicht schlecht. Ja. Stark. Sehr gut gemacht, Amor. Treville gibt. Schießt einmal auf den. Er kann auch einmal seine Knarre leer schießen. Ich schieße auf den Torso, ja. Und auf die Beine. Ja. Siehst du, ich sag doch einfach leer schießen. Und dann möchte ich dir auch Buß einen Befehl geben, damit sie nochmal gräbt. Gut, dann aktiviere ich Askeroso, ich habe nur noch den. Mhm. Der hat auch eine Pistole, schießt auf Aplantage. Mhm. Die Beine? Habe ich nicht. Den Unterleib? Den Unterleib habe ich, die Beine, also parieren geht nicht. Die Kugel wegschießen, also so. Was habe ich dann eigentlich? Power 5 auch. 10 insgesamt. Oha, 3 und 5 sind 8. Zwei Schaden. Du kannst die Weinflasche auch benutzen, wenn ja, du. Ja, kann ich, aber jetzt bin ich heißblütig. Okay. Ach nee, gar nicht. Heißblütig bin ich erst, wenn die Weinflasche kaputt ist. Also. Ja, genau. Aber zwei Schaden ist schon okay. Okay. Dafür möchte ich die Weinflasche nicht opfern. Dann hoffe ich, dass ich jetzt einen Crit mache. Und einen Crit. Oh nein! Ab in die Beine. In die Beine, ja super. Zum Glück steht er schon an einem Grab dran. Mit seiner letzten Aktion lädt er nochmal die Pistole nach. Die war ja so gut, erfolgreich gerade. Du bist durch? Jo. Dann kommt die Runde 3 und jetzt kommt auch der Totengräber, ne? Oh ja, der Totengräber kommt aufs Feld. Der wird in die Mitte gestellt. Wer die Inni jetzt gleich nicht hat oder wer die Inni jetzt hat. Wer die Inni nicht hat. Wer die Inni nicht hat, darf aussuchen, in welche Richtung er guckt. Das bin offensichtlich ich. Und ich möchte natürlich, dass er in die Richtung guckt. Da wird er bestimmt ein gutes Ziel finden. Wir haben gerade nochmal nachgelesen, er wird zum nächstgelegenen Charakter ausgerichtet. Nur wenn 2 gleich weit ist, dann kann man aussuchen. Und er handelt in dieser Runde nicht mehr, sondern erst in den nächsten Runden ist er dran. Und dann kriegt er einen Fassbefehl und hat noch 2 Aktionen. Du fängst an. Oder kannst ja, bestimmen, dass ich anfange. Ich habe die Inni. Ja, ich starte auch. Ich starte mit der Askeroso Fugosa, meine ich, die Dame hier. Und ich probiere den Admont nochmal einzugeben. So, der linke Arm. Den linken Arm habe ich. Kopf? Nee. Kopf möchte ich parieren. Ach ja. Ja, pack's wieder dahin. Was hast du denn? Beine und Torso. So, wieder mit Ansage. Ich ziehe die Beine. Wahnsinn! Alter, was? Ja. Okay, jetzt ist es offensichtlich, ich habe den Röntgenblick. So, aber ich kann ja nochmal attackieren. Ja, kannst du versuchen. Kannst du versuchen. So, ich habe hier den Unterleib. Den Unterleib habe ich. Und den Torso? Den Torso habe ich nicht, den möchte ich parieren. Rechts und Kopf. Ich versuche nochmal den Kopf zu ziehen. Nee, rechts. Ist auch okay. Wahnsinn. Wahnsinn. Dreimal pariert, ey. Sehr stark. Bevor du mich gleich mit dem Sturmangriff angreifst, den armen Amon, mit deinem Captain,
die haut ja richtig rein, würde ich Amor schnell mal aktivieren und ein paar Blitzattacken raushauen. Als erstes spiele ich noch daneben, plus ein V. Ja. Links. Habe ich. Beine. Habe ich. Zweite von der Blitzattacke. Mhm. Rechts. Habe ich. Beine. Triste. Armand hat bekanntlich Stärke 7, plus 4 sind 11. Ich habe 10, ein Schaden. Dadurch bin ich heißblütig. Crit? Kein Crit. So, Nochmal? Ja, noch eine Blitzattacke. Ich hau auf den Torso. Ja. Und den Unterleib. Yep. Oh Mann. Die überlebt, ist heißblütig und haut mich gleich um. Kopf? Nee. Torso? Tristor, beide. 7 plus 8 sind 15. Damit geht was. Ich habe 9, 6 Schaden. 6 Schaden und ein Crit im Kopf natürlich. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bin ich aber auch schon fast tot. Ah, jetzt wegrennen wäre schön. 2, 3, 4. Oh, 1 zu 4. Kritisch im Kopf. Moralcheck. Schau mal eben, ob die Chefin in der Nähe ist. Ja. Auf die 8. Nee. Oh, eine 9. Aber ich habe noch standhaft durch heißblütig. Und okay. Steht. Ja, dann wird es schwer, das zu verkacken. Ich aktiviere Lilith. Sie konzentriert sich und ritzt sich einmal mit ihrem Blut durch und spricht jetzt Feru auf Ascoroso. Da musst du mal durchkommen. Okay, rechter Arm. Habe ich. Unterleib. Habe ich nicht. Kopf. Habe ich auch nicht. So, Unterleib und Kopf. Ah, ich nehme keine Blutschuld. Und Feru ist drauf, du bist dran. Ja, der Totengräber, der ist ein Problem. Ich glaube, ich möchte Plantange, möchte ich ihn in Sicherheit bringen. Sonst kriegt er einen Fassbefehl, ist dran, schlägt zweimal zu mit seiner Stärke 10. Das ist schon ziemlich unangenehm. Attackiert er nur im Sichtbereich? Oder? Primär im Sichtbereich, und wenn niemand im Sichtbereich ist, also die nächste, der nächste Charakter, der im Sichtbereich ist, und wenn keiner im Sichtbereich ist, dann greift er woanders an. Okay. Also es ist halt auch schwer für mich, da jetzt wegzukommen, irgendwo anders hin. Töten kann man ihn natürlich auch nicht. Ich glaube, ich mache erstmal hier hinten weiter. Ich möchte mit dem Fusilier einmal den alten Karabiner leer schießen. Ich schieße auf den Torso und auf den Kopf. Ja. Einmal alles leer schießen, dann lade ich auch nicht mehr nach. Und mit der zweiten Aktion würde ich ganz gerne graben. Dann aktiviere ich mein Ascoroso Fugosa. Der macht eine komplexe Aktion graben. Das bedeutet, er hat eine Schaufel, mache ich jetzt die restlichen 4 und ich bekomme eine weitere Aktion. Ne? Genau, du stehst im Grab drinne und hättest die letzte Aktion noch, um etwas aufzunehmen, was da drinne ist. Nichts ist da drin. Das ist nichts drin. Okay, aber du stehst drinne. Aber du hast die letzte Aktion noch, womit du irgendwas machen kannst. Dann mache ich 6 cm und dann habe ich noch 4. Und steht da. Willst du jetzt an mein Grab ran oder was? Ja, das. Lass mein Grab in Ruhe. Da bist du. Ja, ich versuche in den Rücken zu gehen, das wird nicht klappen. Also gehe ich an deine Seite, 8 cm und greife dich an. Hä, die war auch noch nicht? Nee, die hat letzte Runde auf dich Runde. Geschossen. Okay. Okay. Lass mein Grab in Ruhe. Das ist meins. Ich versuch's mal mit Beine und dem Kopf. Okay, der Triste. Normalerweise hätte ich Stärke 4, aber die hat ja eine Schaufel. Ich würde die Basisstärke von 2 nehmen und mit der Schaufel zuschlagen, kriege ich plus 3. Hast 5, ne? Genau, und dann habe ich 5.
Wer hätte das? Deswegen haben die auch die Schaufeln bekommen, weil ich mir dachte, so ja, achso, den Kopf lasse ich liegen. Dann können die ein bisschen stärker zuschlagen. Oh, 12. Ich habe die 4. 8 Schaden, ne? 8 Schaden, ja, schön. Überlebst du das? Ja, ich habe 9 Leben. 9 Leben, also bleibt noch einer. Dann kann ich noch für einen Crit ziehen. Ist ein Crit im Kopf. Das passiert, wenn du dich an meinen Gräbern vergreifst. Ich wollte doch nur mit meiner Schaufel euch helfen. Ja. So, eigentlich hat die Schaufel ab ins Grab, aber wir haben das für die 1.0 haben wir gesagt, dass wir Umhauen 4 haben. Deshalb liege ich jetzt am Boden. Auch das noch. Merkt ihr das? Lass meine Gräber in Ruhe. Ja? Such dir Gräber in deiner Größe. So, jetzt nochmal einen Moralcheck. Den bestehe ich. Okay. Dann aktiviere ich meinen Sasame. Der gräbt zweimal. Ich bekomme eine weitere Aktion. Also grabe ich noch einmal. Mein Captain gibt Aplantange einen Befehl. Und Aplantange möchte gerne das Grab wechseln. Ach nein, das... Und wenn ich da stehe, bin ich außerhalb der Sichtlinie. Ja, müsste ich hierhinter stehe schon. Mhm. Möchte Aplantange einen Befehl geben, der möchte gerne das Grab wechseln. Und hier hinten... Also du aktivierst Treville, oder wie? Ich aktiviere Treville und er gibt Aplantange einen Befehl, genau. Er möchte sich hier an das Grab ranstellen und so außerhalb der Sichtlinie des Totengräbers sein. Zweite Aktivierung, ich bewege mich hier ein Stück weg vom Totengräber. So. Okay, ich aktiviere Calamité. Sie lädt einmal die Pistole nach und gibt einen Befehl an Ascoroso, dass er doch bitte mal im Basenkontakt gehen soll. Nein! Tja, wie stelle ich ihn jetzt hin? Okay, wir stellen die Krabbe dahin, um das mal eben zu markieren, weil er da sonst nicht stehen kann. Ja, dann würde ich Aplantange aktivieren. Der war ja noch nicht dran. Und da würde ich einen Schlaghagel benutzen. Mhm. Das heißt, komplexe Aktion und ich habe 3 Angriffe. Ich schlage dir in die Beine, Entschuldigung, in den linken Arm. Die Beine habe ich hier noch auf der Hand. Links, Triste. Okay. Stärke 8 hat er. Ah, plus 1 sind leider nur 9. Ich bin auch bei 9. Ärgerlich. Jetzt wäre es tatsächlich gut, wenn ich doch schon heißblütig wäre. Hast du nicht einen Crit in der Beine? Aplantange? Ja. Nee, ja, stimmt, ein Crit in der Beine, ja. Du hättest da gar nicht hingehen können. Ich hätte da gar nicht hingehen können. Ja. Aber hätte ich hier gestanden, wärst du an mich rangekommen. Ja. Zweiter Angriff vom Schlaghagel. Ich versuch's mit dem linken Arm nochmal und Unterleib. Der Triste. Stärke 8 plus 4 sind 12. Ach, ich muss was Gutes ziehen. 9. 9. 3. 3. Ich schau mal, ob es ein Crit ist. Warte mal ganz kurz, bevor du da was machst, ich habe noch das Rüstzeug. Okay. Auf die 4. Ja, kein Schaden. Kein Schaden, okay. Kein Schaden. Ja, so kann das nichts werden. Und noch eine Akte. Okay. Torso. Habe ich. Beine. Die wollte ich nehmen, aber habe ich nicht. Letzter Versuch, Stärke 8. Oh, ja, okay. 11. Falsche. Ich habe die 11. Was hattest du nochmal? 11. Auch 11. Kein Schaden. Ja, super gemacht, Aplantange. Dann aktiviere ich Ascoroso auch und der macht einen Schlaghagel. Torso? Nee. Unterleib? Den Unterleib habe ich. Torso pariere ich.
Ich habe hier noch den linken Arm und den Kopf. Kopf. Rechter Arm? Den rechten Arm habe ich. Beine? Beine habe ich auch. Torso und linker Arm? Torso habe ich. Linken Arm pariere ich. Beine und Unterleib habe ich noch. Beine. Jedes Parieren hat bis jetzt geklappt. Wow. Stark, Amplantange. In der Verteidigung stark. Ich habe hier noch einen Fusilier hier vorne. Hm? Der möchte die Rothaarige angreifen. Und ich möchte gerne meine Gräber verteidigen da. Ich glaube, das sind eher die Gräber von Toten. Von den Toten. Kann man so sehen, ja. Also aus Sicht der Toten verstehe ich das, ja. Ich kriege eine Karte extra wegen Unterstützung und Schlag in den rechten Arm. Trisse. In den Unterleib. Habe ich. Beine. Habe ich. Okay, rechter Arm bleibt liegen. Der hat keine Schaufel, deswegen Stärke 4 plus 4 sind nur 8. Och, Manno. 5 plus 3 sind auch 8. Ja, super. Mann. Die hatte nur noch ein Leben oder so? Zwei. Okay. Dann aktiviere ich diesen Kultisten hier und er stellt sich hier hin. Also er geht komplex dahin. Ah ne, braucht gar nicht. Mit einer einfachen Aktion gehe ich dahin. Dann haue ich einmal zu. So, ich habe auch eine Unterstützung. Unterleib? Habe ich nicht. Torso? Habe ich. Rechter Arm? Den habe ich auch nicht. Ich würde den Unterleib parieren. Mit Beine und linken Arm. Ich ziehe die Beine. Kommt der rechte Arm durch? Ja. Power 5, glaube ich, ja. 11. 3 und 1. Oh, ich hätte die Weinflasche nehmen sollen, ich Trottel. Sind 4. Gegen 11, hast du gesagt? Ach so, das meinst du, ja. 4, 11, ja genau. 7. Oh. 3, 4, 5, 6, 7. Habe ich noch 2 Leben. Ach so, das ist, wenn ich nur durchkomme, ne? Treffe. Ja genau, nach dem Durchkommen. Ich habe eben noch gedacht, so ja, dann musst du das gleich sagen. Habe ich dann aber nicht gemacht. Moralchecken. Moralchecken. Achso, warte mal kurz, noch ein Crit eben. Wie viel Schaden habe ich gemacht? 7? 7 müssen. Ja, habe ich. Ja. Also rechter Arm sogar, ja, kritisch. Das ist natürlich der starke Arm und Moralcheck habe ich geschafft, glaube ich. Ist der Captain in Reichweite? Ja, ist er. Dann macht der Orgus einen Sturmangriff auf den. Hier so Seite. Dann ist es mehr als 10. So, da hält die auch gerade so. Durch Fechtmeisterin kriege ich eine Karte mehr. Ja, okay. Rechts. Triste. Links. Triste. Beine. Habe ich. Der Orobus hat eine Stärke von 9. Plus 2 sind 11. Und 10 sind 21. Ja, ich habe die 9. Nehme ich den mal weg. Ne? Schön. Passiert irgendwas mit den Totengräbern? Wenn er jetzt stirbt? Nee. So, ich habe noch eine Kultistin. Die rennt hier mal rüber. So, dann rein. Ich habe noch Poté. Poté läuft hier hoch, einmal 8 cm. Dann steht er hier. Und dann würde ich nochmal eine zweite Bewegung hierhin machen, in Base-Kontakt mit dem Sansame und dem Grab. So, und stehe ich hinter dem Totengräber, dann greift er mich nicht an. Dann die Runde 4. Der Totengräber kriegt jetzt einen Fassbefehl auf das nächste Modell in seiner Sichtlinie, was Treville ist. Der hat eine Bewegung von 8, richtig? Ja. Das heißt, der läuft 8 dahin. Und dann kriegt er 2 Aktionen, mit denen er sich ranbewegen würde und angreifen würde. Beine? Die Beine habe ich. Kopf?
Oh nein, den habe ich nicht. Verdammt. Das wäre schön, wenn ich das jetzt hätte verteidigt. 20. Oh. Okay, wahrscheinlich 6. Ja, bin ich direkt tot. Ab ins Grab. Oh Mann. Ich hatte noch eine Larve dabei. Dann die Inni. Die Inni. Die hast du. Mir ist das gerade aufgefallen, und zwar, ich spiele erste alles, dass ich flink bin. Ja, dann mach ich einen Schlaghagel. Schlaghagel mit deinem Captain auf Aplantange. Ja, Askerose, genau. Beine? Habe ich nicht. Linker Arm? Habe ich auch nicht. Was, willst du fast parieren? Ja, ich pariere halt den linken Arm. Mit Unterleib, rechter Arm und Kopf. Unterleib habe ich, der geht weg, also sind es die Beine. Ich würde jetzt die Weinflasche benutzen, sonst bin ich ja hinüber. Dafür kriege ich einen Schaden, dann habe ich noch ein Leben. Die Weinflasche ist weg, ich kriege keinen Schaden, bin heißblütig. Da musst du jetzt noch Moralcheck machen. Stimmt, ich muss Moralcheck machen. Mit standhaft. 4, jupp. Kopf? Habe ich. Unterleib? Habe ich auch. Letzte Attacke. Rechter Arm? Habe ich. Torso? Den habe ich nicht, den muss ich parieren. Mit linkem Arm und Unterleib? Komm schon. Oh! Die Beine, wo ich eh schon Crit habe. Aber ist egal, wenn ich einen Schaden kriege, bin ich tot. Also ist es auch egal mit dem Crit. 19. Oh ja, da bin ich tot. Das ist nämlich nur 12. Auf Wiedersehen, Aplantange. Ich werde erstmal hier aktivieren und versuchen, den umzuhauen. Er frisst automatisch, weil ich am Boden bin. Ah, okay. Mit der Schaufelstärke 5 plus 8, das dürfte reichen. 13. Ich habe die 11, ja, das reicht auch. Sehr schön. Hier ist noch eine Schaufel. Oh, eine Schaufel. Ich könnte noch eine zweite Schaufel mitnehmen. Ich gehe an dieses Grab hier ran. Mit meiner zweiten Aktivierung. Dann versuche ich mit meiner Askerose Fugosa. Ich versuche aus dem Nahkampf zu laufen. Kannst du einmal kurz gucken, ob du einen Nachschlag machst? Mit beiden, ne? Ja, es darf nur einer. Achso, nö. Und dann wird es ja hier den... Aber Amon ist anhänglich. Ah, okay. Also dann müsste ich testen. Nur bei einer Dublone und... Ist keine Dublone. Genau. Okay. Dann ist das so, dass du automatisch einen Nachschlag machst, wenn ich rausgehe. Dann haue ich mal auf den Fusilier mit der zweiten Aktion. Und da probiere ich mal auf den linken Arm. Ja, das klappt. Treffer. Ich pariere. ich habe dann die 9, 18. Oh, der ist tot. Bekommst du wenigstens 4 noch einen Schatz. Und 15. Er ist sowas von tot. Einfach umgehauen, lächerlich, mit einer Karte. Der konnte sogar noch schießen. Das war der Einzige, der noch nicht verschossen hat. Hier, die möchte ganz gerne das Grab ausheben. Ich brauche ja nur noch einmal graben. Eine Aktion wegen der Schaufel. Schauen wir, was drunter ist. Da ist ein Kopf drunter. Dann stehe ich drinnen und mit der zweiten Aktion würde ich den aufnehmen wollen. Dann aktiviere ich meinen Sasame und der schlägt mal auf Poti. Der haut auf dein Poti. Beine? Habe ich nicht. Unterleib? Den Unterleib habe ich. Hast du auch Pari? Nee. Aber anhänglich hat er, ne? Der hat anhänglich auch, ja. 6. 4 und 5. Da habe ich tatsächlich mal was abgewehrt. Gut, dann möchte ich nochmal zuhauen. Aber Potier hat zu viel rumgetrunken. Okay, eine Verteidigungskarte weniger. Torso? Habe ich nicht. Linker Arm? Habe ich auch nicht. 10. 13. Warum probierst du? Dann aktiviere ich Poté und der möchte einmal zurückschlagen.
Ich schlage dir den Unterleib oder den linken Arm. Und dann möchte ich nicht nochmal angreifen. Das macht der Totengräber gleich für mich. Ich würde mich da jetzt ausziehen. Sieht er mich denn? Ist egal. Ja, ich wollte gerade sagen, das nächste Modell. Ja, ne? Wenn er dich nicht sieht. Ich ziehe mal eben für Nachschlag. Ne? Mache ich eigentlich, aber ja. Ist nicht. Und dann versuche ich den Captain anzugreifen, also in Base-Kontakt zu bekommen. Oh, das funktioniert sogar. Das funktioniert sogar. Okay, dann ist Poti fertig. Aktiviere ich sie. Dann ziehe ich mich einfach zurück. Weil mir ist eingefallen, die hat ja noch eine Larve. Oh, okay. Das ist natürlich wichtig, ja. Ja. Dass du die nicht riskierst. Armand ist noch dran. Armand macht natürlich eine Blitzattacke auf das rote Ungeheuer. Hat er die in Crit? Im Kopf. Dann würde ich auf die Beine zuschlagen und auf den Kopf. Den habe ich nicht. Armand hat Stärke 7 plus 4 sind 11. 7, dann bin ich Matsch. Oh, sehr schön. Unglaublich. Ich würde gerne einen Muttest machen und in das Grab reinschauen. Moral 7. Besteht das nicht? Nee, dann guckt er da halt nicht rein. Und Armand ist fertig. Dann aktiviere ich meine Chefin. Und die gibt einen Befehl an Ascuroso, dass er doch ganz gerne mal auf Poutier einschlagen soll. Auf den Kopf. Habe ich nicht. Unterleib? Den Unterleib habe ich. So. Moment. Ja? Bevor du eine Karte ziehst, ich würde mir die oberste Karte gerne anschauen und die dann oben aufliegen lassen oder drunter liegen. Ich lasse sie mal liegen. So. Ich nehme die 3 und Steve, da muss so ein Pech aber auch 2 ziehen und davon suche ich mir eine aus. Eine 1 und eine 4. Ja, die 1 kannst du ja gerne nehmen. Okay. Ich habe dann 5. Ich habe 15. 10 Leben. 2, 4, 6, 8, 10. Habe ich noch 3. Kritisch im Kopf. Kritisch im Kopf, natürlich. Und damit ist Poté auch ziemlich nutzlos. Und ich muss einen Muttest machen. 3 ist geschafft. Und mit der zweiten Aktion ist, ich schieße auf Armand. Also hat sich ja nicht irgendwie ab in den Unterleib? Habe ich nicht. Torso? Den Torso habe ich. Power 5. 10. 3 und 6 sind 9. Ein Schaden, nicht kritisch. Gut, bei mir bleibt nur noch die Orobus. Die geht an den Captain ran. Das passt ja jetzt gerade. Und schlägt zu. Ich kriege 2 Karten dazu, weil ich Unterstützung habe und Fechtmeisterin. Ah, ich habe was vergessen. Oh. Ach so. Ein für alles? Ja, Poti hätte sie anrufen können, dann hätte sie 2-mal zuschlagen können. Gut, dass aber nochmal gelesen ganz ehrlich, dann machen wir das einfach so. Sie ist da hingegangen, weil du einen Fassbefehl bekommen hast. Okay. Ich schlage dir die Beine. Triste. Den rechten Arm. Habe ich. Den Unterleib. Triste. Und den Torso. Habe ich auch nicht. Und dann schlage ich zu mit einer Stärke von 9 plus 5 sind 14. So, ich habe auch schon 5, 10, 4 Schaden. 4 Schaden. 2, 4. Was hast du für einen Widerstand? 3, 4, 5. Und? Was und? Also wenn da ein Crit drin ist, dann nur noch? Ein weniger. 4 dann. Okay. Aber dann bringt das ja nicht viel. Die Sache ist, ich komme sowieso durch. Ich mache einen Crit im Torso. Haust du nochmal drauf, ne? Ja.
Ich schlag in den linken Arm. Twister. Den rechten Arm. Habe ich. Den Kopf. Habe ich. Und den Torso. Habe ich. Also nur der linke Arm. Ja. Ärgerlich. Stecken 9. Oh, ja. 11. Stärke 11 habe ich. Ja, und ich habe mit 4 auch die 11. Mhm. Dann habe ich nichts mehr. So, ich habe noch sie hier. Und Protea hat nur noch 2 Leben, oder? Jo. Ja, dann. Kannst du den jetzt töten? Dann ritze ich mich. Konzentriere mich. Ich sehe dich. Das heißt, 3 gegen 3. Kopf? Nee. Torso? Nee. Beine? Ja. Dann ist Poté tot. Hier kommt noch eine Larve hin. Ich nehme den Kopf. In der nächsten Runde darf ich den nicht anrufen. Und dann sind wir durch. Welche Runde? Jetzt kommt die Runde 5. Runde 5 erst. Dafür ist der Totengräber erst noch. Ach, der Totengräber erst noch, genau. Der sieht ja niemanden. Das heißt, er geht auf den Sansame und dahin braucht er 12 cm, also sein Fassbefehl dahin. Und seine erste Aktivierung. Und mit der zweiten schlägt er dann zu. Ja. Torso. Habe ich. Und Beine. Nee. Dann schlägt er zu mit seiner Stärke 10 und 5 sind 15. Also 5 Schaden. Und umgehauen. Zieh nochmal für einen Crit. Kein Crit. Inni. 6. 4. Habe ich die Inni? Ja, ich aktiviere Ascoroso und der. Du hast parieren, ne? Ja. Dann mach einen Schlag. Ich möchte hinten anstellen spielen. Okay. Der Charakter kann, den kannst du jetzt nicht aktivieren, du musst jemand anders aktivieren. Dann aktiviere ich Calamité und die versucht einen Sturmangriff auf Ant-Morn. Kopf? Habe ich. Unterleib? Habe ich auch. Rechter Arm? Nee, ich habe den linken. Ich würde den rechten parieren. Vielleicht ziehe ich den linken, ja. Bist du Fechtmeister? Ja. Okay. Das ist der linke Arm! Der linke Arm, Leute! Wahnsinn! Okay, und dann würde ich natürlich jetzt ganz schnell den Warte mal ganz kurz, bevor wir weitermachen. Ich habe noch einen Fade-Punkt. Ich möchte ganz gerne die Trefferermittlung wiederholen. So, Beine? Habe ich. Torso? Habe ich. Kopf? Nee, möchte ich parieren mit Unterleib. Oh Mann, ey. Nein! Der Unterleib! Das hättest du dir auch sparen können, den Facebook. Wie war das noch lächerlich? Röntgenblick hat zugeschlagen, ey. Wahnsinn. Oh Mann, ey. Wahnsinn. Okay, ich würde jetzt mal ganz schnell die Orobus aktivieren, bevor die von deinem Captain getötet wird. Verstehe ich schon. Ey, das kann doch echt nicht angehen, oder? Nee, das ist wirklich übel. Crit im Torso hast du, ne? Ja. Ich schlag mal rechts. Und links. Triste. Und Unterleib. Links geht also durch. Stärke 9 plus 10 sind 19. Lächerlich. Ja. Jetzt muss er endlich mal sterben. Ja, 12 Schaden, ne? Und ich bin ja schon halb tot. Gut. Hat er auch verdient. Der hat Aplantange getötet und Poté. Das war meine erste Aktivierung. Und dann würde ich ganz gerne mit der zweiten Aktivierung hier an dieses Grab rangehen.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, Moment, ich gehe doch nicht an das Grab ran. Ich weiß auch nicht. Doch, egal, ich gehe an das Grab ran. Scheiß auf die Larve. Ich habe ja noch eine. Oder? Bestimmt hast du noch eine. Nee, habe ich nicht. Die andere liegt hier. Ich bleib hier stehen und nehme die Larve auf. Ich kann die Larve nicht aufnehmen, weil ich das Gegengift dabei habe. Verdammt. Verdammt. So, mein Sesame möchte... der aktiviert. Und... muss erstmal aufstehen. Steht auf, genau. Und möchte aus dem Nahkampf gehen. Dann darfst du mal gucken wegen der Voodoo-Puppe. Nein. Der hat nicht zufällig anhänglich? Nee, hat er nicht. Ah, schade. Und dann geht er so schräg. Ich ziehe da mal ein bisschen ab. Hier. Ah, jetzt bist du außerhalb der Sichtlinie und der greift mich wieder an. Nein! Aber das Ding ist, ich möchte auch die Larve einfach haben. Ja, ja, das verstehe ich. Okay, ich habe hier hinten noch zwei Fusilier. Der, der den Kopf nicht hat, die läuft straight Richtung Sansame. Sind 16. 16. Gut, ich habe noch die beiden hier. Lilith, die geht mal mit einer einfachen Bewegung hier hin. Mit der zweiten Bewegung hier so an der Ecke. An die nächste Larve? Mhm. Nein, sie klaut meine Larve. Du willst meine ganzen Larven klauen. Dafür habe ich schon einen Kopf. Armand macht vier Angriffe mit zwei Blitzattacken. Geh doch aus dem Nahkampf und grab mal. Ja, aber dann geht das ja nur, bis du mich gleich dann tötest. Nein, nein, ich würde dich dann auch nicht mehr angreifen. Das glaube ich dir nicht. Aber vergiss nicht. Also du machst erstmal zwei natürlich, ne? Ja, genau. Und ich habe vier Karten. Ja. Beine und Torso. Beine und Torso. Beine triffst du. Stärke 7 plus 7 sind 14. Oh. 13. Also ein Schaden. Ein Schaden. Ist ein Crit. Ach. In die Beine. Ja. Ich habe Schicksalskarte, da kann ich eine Karte ziehen, für später verwenden und dann kommt der zweite Angriff mit den Blitzreflexen. Rechter Arm? Was, rechter Arm? Ja. Den habe ich. Und den Unterleib bestimmt auch. Ja, den habe ich leider nicht. Oh, Wahnsinn. Dann komme ich ja schon wieder durch. Ich nehme mal direkt meine gezogene Karte, das ist eine 7. Dann bin ich wieder auf 14. Ich bin bei die 11, also 11. Und hier, bevor du da ziehst, ich habe noch das Rüstzeug. 4 oder höher, kein Schaden. Oh. Ja, ich bin nicht davon ausgegangen, dass das was wird, die zu töten, aber ein Versuch ist es ja schon mal wert. Also machst du jetzt nochmal? Ja, klar. Was soll ich mit meiner letzten Aktion sonst machen? Rausgehen? Ist ja Quatsch. Torso. Beine. Zum Schluss gebe ich mir nochmal, meine Mutter ist was? Nochmal eine Karte dazu. Ich habe gar nichts gesagt. Ja, Armand hat da was anderes gehört. Kopf. Triste. Links. Habe ich auch nicht. Okay, dann brauche ich den rechten Arm. Ist egal. Stärke 7 und 2 nur. Wieso hättest du jetzt... Ach so, ah, ja, stimmt, genau, die Karte. Ja. Ja. Ja, aber das kriegst du ja wohl pariert. 12. Ja. Easy. 9 habe ich ja nur. 4 Angriffe und was hast du gekriegt? Kriegst 3 Schaden. Im Schaden machen ist Amor jetzt nicht so gut. Egal, wie oft er angreift. Ich renne mal hier rüber. Und hast du noch was? Ja, ich habe noch sie. Sie würde ganz gern nachladen. Die hat auch den Kopf, ne? Genau. Und die wirft die Schaufel noch weg. Die braucht sie ja wohl nicht mehr. Ist der Kopf auch mittelschwer oder ein einfacher Szenario-Gegenstand? Der Kopf ist auch ein mittelschwer, ja. So, der Totengräber in Runde 6, Anfang Runde 6. Genau, der sieht... Oh! Du bist auch, aber du bist weiter weg, ne? Wahrscheinlich. Das sind, ja.
Also mit der ersten geht er jetzt hier hin, kommt nicht ran, mit der zweiten geht er im Basenkontakt. Genau, aber das erste war der Fassbefehl, also wird jetzt noch angegriffen. Wobei ich eigentlich überlege, warte mal, da machen wir gerade einen Fehler, du hast noch einen Fassbefehl auf mein Sasame. Ich bin nicht tot, ich bin nicht... Stimmt. Ja, nur weil du rausgegangen bist, bleibt der Fassbefehl, ja, du hast recht. So, dann kannst du auf meinen Sasam einprügeln. Dann erzähl. Beine, Unterleib. Ah, siehst du, hat er sogar verteidigt. War es noch ein? Ach so, ja, stimmt. Fassbefehl und dann noch zwei Aktionen. Rechts, links. Dieser verdammte Sansame. Wenn ich den Sansame jetzt im Rücken angreife, kriege ich Unterstützung? Nein. Das sind zwei verschiedene Parteien. Okay. Also das wäre das Gleiche, als wenn wir drei Spieler wären. Gut. Runde 6 oder 7? Ja, 6. 6. Ich habe schon weitergemacht. Du ziehst zuerst? Nee, du. Achso. Immer der die Inni nicht hat. Ja. So, habe ich wieder die Inni. Ja, jetzt muss ich da ja draufschlagen. Ach so, ich könnte ja auch rausgehen, ne? Weißt du was, ich muss draufschlagen. Okay. Torso. Habe ich nicht. Beine. Habe ich. Unterleib. Habe ich auch. Den Torso pariere ich. Ah, okay. Ich habe noch den Kopf auf der Hand. Das alte Spielchen. Aber irgendwann funktioniert es nicht mehr. Er mischt jetzt extra unterm Tisch, damit meine Röntgenaugen nicht funktionieren. Hat auch was gebracht. Linker Arm. Ab in den linken Arm, okay. So, sie hat Power 8 und Rüstungsbrechen. Dann habe ich nur Widerstand 2. Kannst jetzt gut ziehen und mich direkt umhauen. 13. 7. 6. 6 Schaden. Kritisch im linken Arm. Ich muss einen Muttest machen. Geschafft. Willst du nochmal angreifen ja, oder rausgehen? Ich greife nochmal an. Linker Arm? Habe ich. Rechter Arm? Habe ich. Unterleib? Nein, pariere ich mit dem Torso. Kopf. Bringt wohl was. Er hat schon wieder unterm Tisch gemischt. Funktioniert mein Röntgenblick nicht. Okay. So, wieder die 8. Warte, ich habe hier noch plus 2 Widerstand. Haare auf der Brust. Okay, 8 sind wir bei 11. 2 und 6 und 2 sind 10. Also ein Schaden. Nicht kritisch. Muttest. Nicht geschafft. Nochmal eine Karte und 8 laufen. Und ich bin auf der Flucht. Ja, egal. Der Armand versucht sich zu sammeln. Was anderes wird er eh nicht mehr machen. Oh, hat er geschafft. Kann er sich nochmal ausrichten. Er steht leider nicht direkt am Grab. Wie ist das dann, wenn man einmal gräbt, war das nur ein Marker, ne? Genau. Und wenn man zweimal gräbt, kriegt man eine Extraktion, könnte man nutzen, um noch ein drittes Mal zu graben. Ich hoffe, dass wir mal endlich graben können. Also, Lilith, die nimmt mal hier eine Zutat für Kultismus und geht hier mal in Basenkontakt mit dem Grab hier vorne. Okay. Wie viele sind da? 3. Sie würde ganz gerne zur Larve laufen. 16 cm, das passt sogar. Werte nochmal den Kopf, da hinten die andere, ne? Genau. Sie geht komplex da mal zum Grab rüber. Sie möchte einmal 8 in die Richtung laufen. Ah ne, der Kopf. Dann sind es nur noch 7 und dann läuft sie nochmal 7 in die Richtung. So. So,
So, ich habe noch den Sasane. Der möchte aus dem Nahkampf. Kannst mal eben kurz gucken. Das geht. Und ohne Nachschlag. Er geht einmal 10 cm hier hin und dann gehe ich 10 cm hier rüber. Kann er sich noch eine Schaufel holen? Nein, ich lock einfach den Totengräber jetzt. Ja, das verstehe ich. Vom Schlachtfeld. De Oribus möchte komplex graben, kann noch einmal extra graben. Dann sind da 4 drauf. Hast du noch was? Nee. Dann ist der Totengräber dran. Ja. Der sieht mich. Achso, warte mal ganz kurz. Er hat ja immer noch den Fassbefehl. Genau. Das bedeutet, dass er gar keinen neuen bekommt. Das hatten wir dann eben falsch gespielt. Und zwar bekommt er nur seine einfache Aktion und jetzt noch einmal eine Aktion. Das heißt, du kannst das die ganze Zeit vor dem wegrennen. Ja, weil ich schneller bin halt. Ne? Ah, okay. Deswegen habe ich auch gesagt, ich will ihn hier weglocken. Ja. Und hier hatten wir gesagt, er geht nochmal runter. Aber da habe ich ja außersehen jetzt den Fassbefehl genau, gemacht. Genau, stimmt. Ich meine, dir ist ja eh nichts passiert. Ja, zum Glück. Ne? Aber... Ja, und das heißt, man kann den die ganze Zeit weglocken. Okay, da hätte man früher drauf kommen sollen, ne? Ja, ist mir jetzt auch gerade eingefallen. Dann hätte Treville vielleicht noch überlebt. Okay. So, Runde 7. Runde 7. Also, ich glaube, wir sollten unbedingt nochmal 7 und 7 sind. Oder wie viel hast du jetzt? 7, ne? Ich habe noch 7, ja. Das sind 14 und ich habe 12. Dann hast du die inne. Wir sollten unbedingt nochmal graben, ja, sozusagen. Ja, genau. Also, ich werde nichts mehr angreifen, ich grabe nur noch. Versprochen. Also, ich möchte mal hier mit diesem Fusilier die Made aufnehmen. Das ist mir noch sehr wichtig. Und die ich eigentlich haben wollte. Dann würde ich zu diesem Grab, obwohl nicht, ich gehe zu diesem Grab. Die hat nämlich noch eine Schaufel. 8 cm. Die hat noch eine Chance, das Grab zu öffnen. In der letzten Runde. So, Lilith aktiviert. Ich habe da wie viel? 3. Ich investiere 2 und bekomme noch ein drittes. Also kann ich da jetzt reinschauen und reingehen. Also reingehen ist automatisch. So, war leider wieder ein leeres Grab. Sie läuft nach vorne und schießt einmal. Nicht mehr angreifen. Sorry, aber die kann sonst nichts mehr machen. Du hast das Grab ja geöffnet, da ist nichts drin. Ach so, ich bin ja in Deckung. Stimmt, du bist in Deckung, Du siehst mich gar nicht, weil du müsstest auf den Hügel selber sein. Okay, dann laufe ich weg. Ich gehe jetzt hier hin. Das wäre doch super. Meine Chefin, die hat jetzt hier einmal gegraben. Aha. Okay, ich gucke in das Grab rein. Ich mache einen Muttest, gucke in das Grab rein. Den Muttest hätte ich geschafft. Und dann gucke ich hier rein. Du hast ja nicht gesehen. Nee, aber ich gucke mir gleich die Aufnahme an. So, und... Ja. Und die andere Aktion, du gehst einfach weg. Was machst du mit der zweiten? Ja, ich gehe hier rüber. Keine Ahnung. So, meine Kultistin, die gräbt 2-mal, dadurch bekomme ich noch ein drittes Mal. Ich habe noch De Orbus. Die gräbt 1-mal, 2-mal, dann ist das ausgegraben und ich stehe im Grab und mit der letzten Aktion nehme ich den Jackpot-Kopf auf. Ach, das ist sogar noch der... Ja. Das wusste ich ja schon von Anfang an. Ah, okay. Na? Deswegen, ich hatte nur die ganze Zeit keine Möglichkeit, da hinzugehen, weil der Totengräber, der stand ja hier vor. Ja. Ich musste ja aus dem Weg gehen. Aber sei mal froh, dass ich jetzt das noch gepeilt habe, dass der Fassbefehl immer noch mal ein Samsame ist, der jetzt... Ja, das stimmt. Der jetzt 20 cm mal hier eben rüber läuft, meine ich. Aha. Nein, warte mal kurz. Ich laufe lieber woanders hin, bevor du da sonst noch... Sonst wirst du noch eingeholt, ne? Bevor du da noch irgendwelche komischen Sachen machst. Ja. Nein, dein Fugosa. Okay, letzte Runde. So,
Letzte Runde. Er geht mal 16 cm hinterher. Ich ziehe schon mal für dich die Ini. Du hast eine 8, ich habe eine 10. Das heißt, ich habe noch 7. Ich würde anfangen. Ich laufe mit der Orobus zweimal weg. Ich ziehe 2 cm, 3 cm ab. Das heißt, ich stehe hier. Warum denn 3? Achso, aus dem Grab klettern. Du musst 6 cm, also doppelt bezahlen. Ach so. Und dann hast du noch einen mittelschwerer Gegenstand. Also oh ja, das kommt auch noch dazu. Hast du ja eh nur... Also 6 sind 14. 18, also 12 cm. 12 cm nur, dann stehe ich hier. Ja, okay, das war jetzt nicht so weit, aber das bringt mich wahrscheinlich in Sicherheit vor dem Sturmangriff. So, ich grabe da jetzt noch zweimal mit meiner Chefin. Bekomme eine dritte Aktion, die ich einfach... Ey, da, wie kann man so viel Pech haben? Schon wieder ein leeres Grab. Alle drei Gräber, die du ausgepackt hast, waren leer. Hier ist übrigens ein Kopf drin. So, dann bist du dran. Ja, können wir uns eigentlich klemmen, den Rest, oder? Ja. Wir können nichts mehr ausgraben, wir können nichts mehr töten zusammen. Dann beenden wir die Schose. Ja, dann beenden wir das an der Stelle. Ja, das war wieder ein sehr spannendes Spiel. Also für mich war es zwischendurch sehr frustrierend, weil mein Captain von dem Totengräber getötet wurde in einem Zug. Dann wurde Poté direkt umgehauen. Ich habe im richtigen Moment vergessen, die Weinflasche von Aplantange zu nehmen. Und dann wurde der auch umgehauen. Das war schon recht frustrierend, muss ich sagen. Auf der anderen Seite hatte ich von dir ja auch einige getötet. Also so ist das ja nicht. Ja. Zum Ende war es von der Anzahl der Figuren ja ausgeglichen. Ne? Parieren. Parieren. War auch nur mal so ein Stichwort jetzt gerade. Armand, Alter. Oder mein Ausweichzombie, Sasame. Der dem Totengräber einfach mehrere, 4 Runden lang ein Schnippchen geschlagen hat. Und ja, gut, dass wir uns das noch eingefallen ist, dass er für den Fassbefehl ja nicht immer neu eine Bewegung bekommt und da hinterherlaufen muss und der Zombie dem einfach wegrennen kann. Ne? Schon witzig, dass der Totengräber auf dem Friedhof die ganze Zeit einen Zombie jagt. Na gut, aber das Wichtige ist... Das wäre ein cooles Bild, oder? Ja, aber das Wichtige ist, am Ende haben die Debonnen wieder gewonnen. Ich habe einen falschen Kopf geholt, ich habe den richtigen Kopf geholt und ich wusste ja von Anfang an, das war ja das erste Grab, wo ich nachgeguckt habe, gleich in der zweiten Runde, wusste ich, dass der richtige Kopf da ist. Ja. Aber der Totengräber stand direkt davor und da konnte ich nicht so viel machen. Und ich wollte ja auch nicht zu offensichtlich da graben, dann wüsstest du ja, dass das vielleicht was Wichtiges ist. So, ne? Ja, auf jeden Fall ein Kopf. Also ich wusste ja nicht, dass das der richtige war, aber ein Kopf wäre schon interessant gewesen, dass man den überhaupt hat. Genau, du hattest halt super Pech, dass die drei Gräber, die du geöffnet hast, alle leer waren. Ne? Ja. Und dass ich die eine Larve, die der Captain verloren hat, nochmal, also die Treville verloren hat, nochmal wieder beschaffen konnte. Jetzt gehe ich mit einer Larve, einem falschen Kopf, einem richtigen Kopf und dem Gegengift raus. Ja, also alle drei Zutaten hat er jetzt quasi zusammen für das fünfte Szenario. Genau, das gucken wir uns dann nochmal an, wenn es soweit ist. Ich habe meine eine Larve gesteigert auf 2 Larven. Also nächste Partie muss ich dir auf jeden Fall was abluchsen. Ja, stimmt. Oder vielleicht bekommt man ja auch noch was, das weiß ich jetzt gerade nicht aktuell. Aber das werden wir dann im nächsten Szenario rausfinden. Deswegen... Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dahin. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.